fetzen die alle weg. Erster Akt. Eine Katze. Und es sind schon alle gelangweilt. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen. Drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Zweiter Akt. Hier sind wir versammelt. Nach dem pornösen ersten Akt. Edelster Rund. Zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Naja, unter den Gästen. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Nein! Voilà, das war der sensationelle zweite Akt. Die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute sei Schluss damit. Was war das? Wer meine Braut? Oh nein. Ich hab keine Ruhe, bis wir endlich getraut. Oh Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Verrat, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein. Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum töten sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Das ist das beste Stück aller Zeiten. Die Menge tobt. Kommt hoch. Also los, Meister, rauf da, rauf auf die Bühne. Werf den Verräter in den Kerker!
Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Die Katze! Tötet sie! Ja. Es gab ein technisches Problem. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich. Es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ja, es gab ein technisches Problem gerade. Natürlich, genau mitten in der Cutscene. Ist die Aufnahme abgekackt, weil der Speicherplatz natürlich leer war. Ich lerne es auch nie. Deshalb habe ich so schnell wie möglich Speicherplatz freigemacht und so schnell wie möglich die Aufnahme wieder angeschmissen. Aber ein bisschen hat natürlich da drin gefehlt. Ich habe es auch selber nicht mitbekommen, was da drin geschehen ist. Also ich habe genau das gleiche gesehen wie ihr jetzt. Aber mein Gott, das Stück war... Das Stück war toll. Das war auf jeden Fall sehenswert. Ja, wir haben jetzt Dingens gefunden hier. Dudu. Und was nehmen wir denn jetzt hier? Wie bist du entkommen oder warum hast du nicht Kontakt aufgenommen? Sag mal, wie bist du entkommen? Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Also. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Ja. Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Alter, hier geht gerade alles schief, Mensch. Wir legen uns bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht.
Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein. Wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung allgemein. Alter. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen oder er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Okay, ich habe hier den scheiß Mauszeiger hier im Bild. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Aber das ist unheimlich störend. Ich muss nochmal kurz... Jetzt wird die Aufnahme wieder abkacken, aber scheißegal. So. Zack. Das funktioniert nicht. Der scheiß Zeiger ist immer noch da. Oh Mann, es ist irgendwie alles schief gelaufen, Mensch. Keine Ahnung. Ich glaube, ich will die Aufnahme so schnell wie möglich beenden. Aber es ist noch lange nicht Zeit dafür. Okay, Quest abgeschlossen. Ja gut, jetzt muss ich wohl damit leben. Wo bin ich hier? Was mache ich? Bin ich vollkommen aus dem Konzept? Ich habe nichts mehr mitbekommen und keine Ahnung, alles ist scheiße. Ich habe alles verpasst und Mann, scheiß Aufnahme. okay, was müssen wir tun? Hier, triff Soltan am Ort des Hinterhalts. Okay. Ich habe jetzt auch überhaupt nichts mitbekommen, weil ich total abgelenkt war. Von allem Möglichen. Wir gehen einfach mal der Quest nach. Es tut mir leid. Aber, keine Ahnung. Ist alles scheiße gerade. Vielleicht habt ihr noch den Überblick. Ich habe ihn nicht mehr. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Bei einem Sturm kann man flüchten. Kann ich hier rüber? Ja. Du bist aber gruselig. Wie sagt man Gold richtig? Ich hoffe, ihr seht den Mauszeiger nicht, aber ich glaube schon, dass ihr den seht. Naja. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich war mal so blau. Jetzt hör doch mal auf, hier zu quatschen. Ihr nervt. Okay. Ich warne dich. Müssen wir noch weit laufen, Mensch? Wo müssen wir denn hin? Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Okay. Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigi Reuven. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Okay. Ich bin alles so leid. So, hier ist ein Wegweiser. Gucken wir mal. Ob wir den brauchen. Ja, lass den Wegweiser mal nehmen. Und dann geht es ein bisschen schneller hier.
Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Wie gesagt, ich habe alles hier aus den Augen verloren. Das habe ich gerade vollkommen aus dem Konzept gebracht. Die ganze Aufnahmeabbrecherei hier. Kein Speicherplatz. Dann irgendwie geht das noch schief und das. Kommt dieser scheiß Mausteil, der mich die ganze Zeit ablenkt. Oh. Naja. Egal. Naja, eigentlich nicht. Aber passiert. Ist es jetzt weit? Ja, komm, ich renne einfach. Könnte auch Dingens rufen, Plötze. Aber ich glaube, so weit war es dann auch nicht. Alle Straßen. Hallo, Zwerg. Führen nach Mahakam. Ist das so? Freut mich. Okay, hier oben. Scheinbar. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Ja, Na schön. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Bitte nicht. Nein. Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Gut. Du kennst die Grundlagen. Das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Okay. Priscilla, bleib hier. Verdammt. Okay, verfolgen wir ihn, oder? Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Okay, gehen wir ihm nach. Plötze steht schon bereit, sehr gut. Schneller! Dann wollen wir mal. Verdammt, ich hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Kann ich hier die Hexersende benutzen? Ja. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Hier sind sie durchgeritten. Aha. Okay. Dann folgen wir einfach mal den Spuren hier. Ganz langsam und gemächlich. Wir haben ja Zeit. So, hier können wir ein paar Kräuterchen pflücken. Machen wir aber nicht. Weil YOLO. Sagt das noch wer heutzutage? YOLO? Ist auch voll 2016.
Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Ja. Muss ja auch zwei Menschen tragen. Da ist er wieder, der Mauszeiger. Hallo, Mauszeiger. Na, schön, dass du auch hier bist. Was ist das hier? Beruhige dich, Plötze. Das sind nur Bienen. Ach, das sind Bienen. Okay. Na gut. Wollen wir mal vorbeigehen. Und nein, ich kann nicht schneller reiten, weil ich die Hexersinne aktiv habe. Das ist gerade ein bisschen blöd. Plötzlich kann ich so schnell, Mensch. So. Aber vielleicht kann ich jetzt hier einfach mal aufhören hier. Zack. Und dann, ach guck mal, jetzt bin ich plötzlich schnell drauf hier. So, dann hier lang. Fremdlinge. Ja. Dann hier durch. Boah, plötzlich ist aus, da ist ja mega gerade. Hm, sieht aus, als würde es lahmen. Huch. Dadurch irgendwo. Jetzt kann ich wieder nicht sprinten. Doch, jetzt geht's wieder. Hm. Seltsam. Was ein Halbling. Sag du's uns. Hobbits. Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja. Permanent am Faseln. Hm. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Okay. Gucken wir mal. Setz dich dahin. Dahin, sage ich, und sei still. Moment, ich soll... Ach ja, dann ein Geheimgang. Aber was dann? Wie lange willst du mich in dieser Hütte festhalten? Da hinten. Sei still. Ja, komm, öffne es. Aber was ist mit den Halbling? Öffne es! Gerald, na los! Was ist los mit dir? Öffne den Scheiß endlich! Hä? Was zum... Wieso kann ich das nicht öffnen? Wo ist die Öffnoption? Hä? Was zur Hölle? Please, Geralt. Ja, aber das Spiel ist einfach komplett verbuggt jetzt gerade. Es funktioniert überhaupt nichts mehr. Hier habe ich das Ding. Hier habe ich den Interaktionsknopf. Aber hier einfach nicht. Na komm. Bitte. Was soll ich tun, Mensch? Ist doch... Ah, abgeschlossen. Ja, hier, guck. Oh, ja, es ist offen. Oh, ich hab's geschafft. Irgendwie. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich geh mit dir. Ich hab ja eh keine andere Wahl, oder? Du bleibst erstmal hier, Rittersporn, hier. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen. Verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert. Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald... Bin ich da, bald. Es ist noch nicht zu spät, sich zu erinnern. Aua. So, ja, der hat extrem viel drauf mal wieder. Aua. Ein bisschen eng, der Raum. Wenn er die ganze Zeit blockt, ist ein bisschen kacke. Aber du kannst dich erstmal heilen, ne? Alter. Ist der nervig, Mensch. Ist der scheiß enge Raum. So. Weg mit dir. Erstmal erst das Plündern hier hinten.
Geralt. Musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ach, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was... Komm mit. Reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist... Hast du sie nicht gesehen? Also, ich weiß nicht, wo sie ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Und wie scheint ein weiterer Ciri-Part. Finde ich gut. Okay. Muss ich abhauen? Ja, flieg zur Tempelinsel. Ja, ich geh da mal hier durch, ne? Aber jetzt kann ich nicht springen, ne? Ich muss laufen. Naja, die kriegen die eh nicht. Ciao, ciao, meine Lieben. Muss ich hier nur durch? Ich weiß nicht. Folge einfach mal dem Questziel. Irgendwie. Hier klingt gut. Hier durch. Okay. Einfach weiter hier lang. Ja, die kommen irgendwie überhaupt nicht hinterher. Die Eumel. Okay. Also, ist ein chilliger Spaziergang. Ich könnte jetzt auch ganz gemütlich laufen hier. Kann dann mein Schwert wegstecken. Oh, kann ich leider nicht, schade. Das ist ein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Sprich doch auf, Mensch! Leider nicht. Hi! Kann ich hier durch? Ach, ich kann hier nicht durch, schade. Kann ich hier durch? Ach, Pferd, jetzt bist du im Weg. Komm. Ach, das Tor ist auf. Das ist ja nett. Darf ich jetzt durch hier? Ach komm, du scheiß Pferd, du bist im Weg. Könnt ihr das Tor nochmal aufmachen? Bitte? Töte ich euch halt, Mensch. Wenn es nicht anders geht. Ist mir auch recht. Guck mal, jetzt ist es wieder auf. Lass mich doch durch, Mensch. Ja, jetzt komm. Lass mich bitte durch, danke. Oh. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Teleportiert dich doch einfach! Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Okay. Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei.
Komm, Soltan. Wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Okay. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iakus. Gesundheit. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Und das war Ciris Geschichte hier. In Novigrad.
Und so wie es aussieht, müssen wir jetzt nach Skellige reisen. Oder weiter nach Ciri suchen. Ich habe hier noch eine Quest. Okay. Aber was sollte er damit denn wollen? Ich guck mal hier rein. In Ciris Wurststaff und bla bla bla. Ich mach hier. Was war jetzt das, was ich hier gekriegt habe? Das hier. Aha. Treff Rittersporn und so. Ja. Ich würde sagen. Komm, doch, machen wir das. Oder was ist das hier? Triff dich mit Triss. Das könnte man natürlich auch machen. Ich glaube, wir reden erstmal mit Rittersporn weiter. Er ist irgendwo. Hey, Meister Hexer, wir haben ein Geschenk. Okay. Oh, wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Okay. Wunderbar. Hier ist ein Wegweiser. Machen wir uns mal schnell auf den Weg. Und zwar hierhin. Und dann werden wir nochmal mit Rittersporn zum Abschluss der Folge reden. Ich denke mal, dass die Folge bald endet. Ja. Mal gucken. Okay. Sie hat nicht gezaubert. Bei meiner Ehre. Elfenehre. Weniger wert als Menschen. Suchst du jemanden Fremder? Okay, hier gibt's scheinbar Stressel. Aber kümmert uns jetzt nicht. Denn wir müssen. Schon wieder eine Katzin. Meine Güte, was ist denn hier los? Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai. Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Okay. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Das war klar. Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Ja. Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr, er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Scoia'tael-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed.
Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Okay. Naja, darum wollte ich mich jetzt aber eher nicht kümmern. Sondern mich mit euch unterhalten. Hey, ich kann nicht bestimmen. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Wie kann ich dir helfen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Sirikan. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Okay. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Okay, warum nicht jetzt? Egal. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Alles klar. Der alte Numan hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. Was? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Sch... Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. Aber die Madame, du verstehst? Ja. Wie geht's, Dudu? Oh, wollte gar nicht mit dir reden. Früher hätte ich vielleicht wunderbar gesagt, aber ich kann nicht klagen. Ich bin noch in einem Stück und nicht auf dem Scheiterhaufen. Ja. Bis dann. Spannend. Pass auf dich auf, Dudu. Oh, diese Frömmler sind nicht schlau genug, um mich zu enttarnen. Okay. Die sind auf jeden Fall viele, ne? Damen. Mit sehr viel an. Ja, miau. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Ja, mal gucken. Weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall da oben hin. Ja, müssten wir hin latschen. Machen wir das mal. Aus welchem Dorf? Machen wir das mal, machen wir das mal. Ey, nicht auf der Straße rumsitzen hier, Mensch. Hier laufen Leute durch. Ja, du hast mich im Blick. Ich muss ja dem Pünktchen folgen, ne? Die Pünktchen haben immer recht. Nicht auf eigene Faust handeln. Ja, wir müssen ja hier wieder durch das Tor durch. Müssen wir wieder eine Eintrittskarte kaufen? Ich hoffe nicht. Ich bin gelaufen. Ich hoffe, die Eintrittskarte ist ein Season Pass. Keine Ahnung, der hält das ganze Jahr über. Stimmt. Oh ja, tut er. Hey! So. Dann wollen wir mal hier hinten. Schwerter?
Hi. Ah, wie schön, dich zu sehen. Schön, deine Hose wiederzusehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich hab mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Ja, okay. Mal wieder zurück. Ja, wunderbar. Donner! Ah, so. Was für ein Schlechter! Wie sagt man Gold richtig? Soll ich hier den Wegweiser benutzen? Nee. Das lohnt sich nicht. Ist eh kein Wegweiser dort in der Nähe. Dann laufen wir mal wieder. Ja, Hallöchen. Hallo, kleiner Junge. Das ist wieder die Stelle, wo alle rumschreien. Mysterium. Das schreiende Viertel. Ah, na gut. Hallo, reicher Städtler, der sehr merkwürdig umherläuft. Sollte in Novigrad nichts zu melden haben. So. Aber der hier muss ich. Ja? Ja? Weshalb die Eile? Ach so, bei Einbruch der Dunkelheit. Na gut, dann meditieren wir ein bisschen. Einbruch der Dunkelheit, ja, müsste. Das reicht doch, oder? Ja. Ach, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Ja, dass du der Bandit bist, ist ja klar, dass das nicht so tolle Idee wäre. Gar nicht übel, naja. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Sag das am besten vor der Passantin dort auf dem Stuhl. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Erzittere, flachshaariges Frauenzimmer. Verneige dich vor dem Prinzen der Diebe. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Oh nein, nicht der Rote Rächer. Ruhe, Gewürm! Der Tag. Ausgezeichnete Theaterstücke, die wir hier haben. Habe ich jetzt das stumpfe Schwert? Ich bin getroffen! Ins Haus, rasch! Da kriegt ihr uns nicht! Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab! Hätte ich nicht zuschlagen sollen? Dieser Bösewicht läuft gleich weg. Ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Ewiges Feuer, hab Erbarmen. Okay. Was zur Hölle? Ja, aber war brillant. War super. Toller Plan. Ich gehe da mal. Pass auf, interessant. Was klingt interessant? Oh, hi, Mann von Hurensohn. Wollen wir uns ein bisschen kloppen? Ja, komm. Das geht schon klar. Ja, bam. Einfach mal ein bisschen kloppen zwischendurch, nachdem wir Rittersporn so easy vermöbelt haben. Und die halten aber ordentlich was aus hier, Mensch. Da wir, dass ihr nur Level 9 seid, macht ihr ziemlich Stress hier. Bats!
Nee. Mach das nicht. Bitte. Nicht verdreschen. Hopp. Da ist der Kopf weg. Ja, super. Okay. Ja, dann gehen wir ins Rosmarin. Hallo, zwielichtige Person. Guck mal, ein Fackelläufer. Du schaffst es! Du schaffst es für Olympia! Na los! Aufregend. Aufregung pur. Na, wo latsche ich hier eigentlich hin? Hätte ich nicht einfach einen Wegweiser benutzen können? Ach, ist ja egal. Da sind wir. So. Warum so eilig, mein da muss ich jetzt bis morgen warten, theoretisch. Wie steht's denn um die Zeit? Ja, ein ganz kleines bisschen können wir noch machen. Morgen, ja, machen wir mal bis hierhin. Und dann passt das schon. Das lädt. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt. Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Ja, das passt schon. Sicher kenne ich ihn länger, aber für mich würde er nicht mal die Socken wechseln. Schon gar keine Renovierung mit allen Schikanen in Auftrag geben. Er macht das offensichtlich für dich. Du musst entscheiden. Unsere Leben kreisen jeweils um die Bühne. Und Kabarett ist ja eine Art Theater. Gut, nehmen wir die Theaterdekoration. Ich hoffe sehr, dass ihm das zusagt. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit den Nasebohren. An die Arbeit. Okay. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Okay. Mal wieder müssen wir Rittersporn finden. Aber ich denke, ich werde mich jetzt erstmal diese netten Damen hier gesellen, die hier schön alle versammelt sind. Nicht zu dir, Mensch. Wie heißt du? Du bist einfach nur ein Elf. Okay. Ja, ich geselle mich mal hier so. Hier so. Alle. Da so. Genau. Mich. Genau, ich bin wichtig. Zeig nochmal auf mich. Du zeigst auch auf mich. Die wollen was. Die wollen was, ganz bestimmt. Ich stelle mich jetzt hier hin. Und, warte.
Na, komm, dreh dich. Ja, und dann wird das hier was hoffentlich. Wieder mal die ganze Zeit auf mich zeigen. Guck mal. Das ist ein Hexer. Ja, und der steht hier. Oh, jetzt hast du es mir aber gezeigt. Oh. Puh, jetzt stinkt's hier. Ja, du hast recht. Das war bestimmt der da. Ja, der war das. Ich geh da mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschö. Ja, Prost.